gemeinsam wachsen in eine echte Partnerschaft mit dem Kunden, in eine Partnerschaft mit System. Und es ist weitaus mehr als nur ein schöner Anzug oder ein tolles Auto. Ich bin Gerhard Wiesan, 31 Jahre alt und Key Account Manager bei B.Braun Escolab. Ich habe vor etwa ziemlich genau 15 Jahren im Unternehmen begonnen mit der Ausbildung zum Chirurgiemechaniker. Damals hieß das noch Instrumententechniker und ich weiß es noch sehr genau, wir haben begonnen mit dem Feilen des U-Stahls. Das war so ein U-förmiges Stück Stahl, was unheimlich hart war und auch die Arbeit daran war extrem schweißtreibend. Und ich denke, es ging darum, dass der Auszubildende, dass die neuen Azubis herangeführt werden an die Bearbeitung der Instrumentenstähle. Nicht nur im Nachhinein, auch schon teilweise während dieser Zeit. Das war eine echt gute Übung, um tatsächlich auch mit den Werkzeugen zu arbeiten, um die verschiedenen Aspekte der Materialien kennenzulernen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Nach der Zeit der Ausbildung war ich dann auch tätig im Werk Implantate und im Werk Instrumente als Chirurgiemechaniker und habe mich parallel eigeninitiativ und auch mit einer tollen Unterstützung der Firma bei der IHK fortgebildet mit einem sehr betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt. Das waren 3,5 bis 4 Jahre. Und während dieser Fortbildung gab es eine Ausschreibung einer Stelle zum Kundenberater im Customer Service, also unser Vertriebsinnendienst. Darauf habe ich mich beworben und das Unternehmen hatte mir damals angeboten, weil ich noch völlig fremd war im Bereich der kaufmännischen Bearbeitungen und Tätigkeiten, den Einstieg in den Vertriebsinnendienst über eine Sachbearbeiterstelle im Vertriebsprozess zu machen. Ich war damals nicht 100% zufrieden damit, aber ich muss sagen, im Nachhinein war das der richtige Weg. Und 1,5 Jahre danach gab es eine freie Stelle, wieder als Kundenberater, aufgrund eines Kollegen, der in den Ruhestand gewechselt ist und mein damaliger Vorgesetzter eröffnete mir die Möglichkeit, dann tatsächlich auch als Kundenberater tätig zu werden. Und innerhalb dieser Zeit, dieser 3 Jahre, ist mein Reiz sehr groß geworden, auch in Richtung Vertriebsaußendienst zu gehen, näher mit dem Kunden zusammenzuarbeiten und auch das Unternehmen nach außen hin zu repräsentieren. Und dann gab es wieder die Möglichkeit im Unternehmen über eine interne Ausschreibung in den Vertriebsaußendienst zu gehen. Ich habe mich darauf beworben und das weiß ich auch noch sehr gut. Das war damals der 1. März 2011. Das war mein Geburtstag, also ein tolles Geburtstagsgeschenk. Und ich war dann Junior-Vertriebsspezialist für die Neurochirurgie im Vertriebsgebiet nördliches Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und das östliche Thüringen. Der Vertriebsaußendienst in der Neurochirurgie und der Vertriebsaußendienst allgemein ist eine sehr spannende Aufgabe. Man trägt eine hohe Verantwortung gegenüber der Firma. Man ist der Vertreter der Firma Escolab. Man repräsentiert und vertritt das Unternehmen nach außen hin in Richtung des Kunden. Und man hat natürlich auch eine sehr hohe Eigenverantwortung an sich selbst zu motivieren, sich auch immer wieder neue eigene Ziele zu stecken, die einem dabei helfen, seine Tätigkeit gut zu machen. Man erfährt dabei natürlich auch eine tolle Unterstützung seitens des Vorgesetzten und der Kollegen und ist so im Grunde genommen mit dem Verkaufsauftrag für das Unternehmen Verkäufer. Wir verkaufen chirurgische Bestecke und Hightech-Artikel für den operativen Bedarf der Klinik. Und der Vertrieb Deutschland stellt hierbei eine wichtige Funktion dar. Es ist das Werkzeug der Vermarktung im Heimatmarkt. Und wir arbeiten dabei in definierten Vertriebsregionen, in definierten Reisegebieten zusammen und haben 7 Vertriebslinien. Das sind zum Beispiel die chirurgischen Technologien, die Orthopädie, die sich mit der Behandlung von degenerativen Knochenkrankheiten befasst, die Endoskopie für die bildgebende Technik, also wenn ich in den Körper hineinsehe am Menschen, und die Neurochirurgie, die sich mit den Erkrankungen der Kopf-, der Hirnareale befasst. Und man ist als Vertriebsmitarbeiter bei Escolab Spezialist ja schon fast in der Tiefe für eines dieser medizinisch-technischen Fachgebiete. Dabei ist es
wirklich toll, dass wir die Möglichkeit haben, aufgrund dieser 7 Vertriebslinien, aufgrund dieser Struktur, auf ein breites Netzwerk an Wissen und Erfahrung zuzugreifen, um somit den bestmöglichsten Nutzen für den Kunden herauszustellen. Und man ist der zentrale Ansprechpartner für den Kunden in der Klinik, für die Damen und Herren aus dem OP, für die technischen Angestellten in der Zentralsterilisation, in der Medizintechnik, bei Beschaffungen für das Personal der Wirtschaftsabteilungen und bei großen Projekten, wo viele Kollegen der Vertriebslinien beteiligt sind, auch das Top-Klinik-Management. Und absolut im Zentrum der Arbeit steht nach wie vor der Arzt, der mit unseren Produkten das Leben der Menschen, der Patienten verbessert, für den wir auch diese Kompetenz und diese Dynamik über diese 7 Vertriebslinien darstellen, um effektiv und effizient die Möglichkeit zu gewähren, dass der Arzt, der Operateur erfolgreich mit unseren Produkten arbeiten kann. In der Tiefe geht es um Präsentationen von technisch anspruchsvollen Produkten, Einweisungen der Mitarbeiter im Klinikum, wenn wir zum Beispiel technologisierte Geräte wie die Endoskopie haben, auch OP-Begleitungen, um dem Arzt als Fachberater für ein Produkt zu dienen. Und selbstverständlich kommt es da auf gute Vorbereitung in der Breite und in der Tiefe an, weil wir wissen mittlerweile sehr gut, dass der Klinikalltag überstrapaziert ist. Wir haben eine Arbeitsverdichtung, die Wirtschaftlichkeit rückt immer näher in den Vordergrund und das Abrechnungssystem ist quasi in Richtung einer Grenze angelangt. Und wir sind, wenn man es mal überspitzt ausdrückt, eine zeitliche Mehrbelastung für die Damen und Herren der Klinik. Ich sag's jetzt mal sprichwörtlich, in der Kürze liegt die Würze. Eine gute Vorbereitung in der Tiefe und Breite, damit wir prägnant und auf den Punkt dem Kunden seinen Nutzen darstellen können, damit er auch erfolgreich mit unseren Produkten arbeiten kann. So hat man einen sehr regen und auch einen intensiven Austausch mit den Kunden und kann so über Jahre, und das ist auch Ziel des Unternehmens, eine nachhaltige, langfristige Partnerschaft, eine wirkliche Partnerschaft mit dem Kunden herstellen und leben, damit, wie ich auch vorhin gesagt hatte, beide Seiten einen möglichst hohen Nutzen in dieser Zusammenarbeit daraus schöpfen können. Im Vertrieb geht es um strategisch gemeinsam und ökonomisch agieren, um so den höchstmöglichen Nutzen für das Unternehmen Escolab und für den Fokus unserer Arbeit für den Kunden zu erzielen. Und selbstverständlich gibt es da auch Schattenseiten. Es gibt schwere Etappen. Es gibt Etappen, die wieder verlangen von einem, sich aufzurappeln, kritisch sich mit Themen auseinanderzusetzen, gemeinsam mit den Kollegen und den Vorgesetzten konkret und prägnant an Themen arbeiten, die Zwischenziele zu erreichen, Umsatzziele zu erreichen, die Zahlen zu berücksichtigen. Und da bleibt die eine oder andere Kritik auch an einem selbst nicht aus. Und wir sehen auch seitens der Kliniken und Krankenhäusern eine immer höhere Spannung. Es gibt neue Strukturgesetze, die die Qualitätsanforderungen massiv gesteigert haben in den Kliniken. Billigstanbieter, die auf den Markt drücken aus dem Ausland, aus den asiatischen Bereichen. Die US-amerikanischen Unternehmen, die extrem stark auch im Auftreten und auch gut in ihrer Produktvielfalt sind. Und es gilt, dem Ganzen auch zukunftsträchtig entgegenstehen zu können. Und ich glaube, wir haben eine durchaus gute Struktur und können auf tolle Werte zurückgreifen, die es uns erlauben, tatsächlich gut vorbereitet in diese Zukunft gehen zu können. B. Braun und die Marke Escolab haben sich über Jahrzehnte als führendes Medizintechnikunternehmen etabliert. Und wir sind in vielen Bereichen national und international Technologieführer und Marktführer. Und in unserer Philosophie ist stark verankert, dass wir weit mehr bieten als den reinen Verkauf, der natürlich Zentrum ist, aber mehr als den reinen Verkauf von Medizinprodukten. Wir schöpfen
aus einem großen Wissen, was auch unser Slogan sagt, Sharing Expertise, und aus großer Erfahrung und können so gezielt für den Kunden individuelle Leistungen, individuelle Mehrwertleistungen bieten, damit der Kunde, unser Anwender, Optimierungen innerhalb seiner Klinikprozesse darstellen kann mit unseren Angeboten. Den Kliniken geht es dabei in erster Linie um die Patienten, die Patientensicherheit, die Erhöhung der Behandlungserfolge und die Wirtschaftlichkeit. Und diese Gesamtbetrachtung, die wir im Unternehmen leben, nennen wir Next Level Value Added Selling. Das ist Nachhaltigkeit, gemeinsam wachsen in eine echte Partnerschaft mit dem Kunden, in eine Partnerschaft mit System. Neben dem Aspekt, dass wir jahrzehntelange Erfahrung in der Medizintechnik haben, sind wir auch Bürger der Region mit Sitz in Tuttlingen. Das ist die schwäbische Idylle an der Donau und das Tor zum Bodensee. Wie kam es dazu? Jetta und Scherer haben hier die Schmiede der chirurgischen Messer gegründet und damals der erste Bau am Standort hier, aktuell der Bau 1, eines der ältesten oder das älteste Backsteingebäude am Ort, war für die Menschen, die aus den Straßen um Tuttlingen herum nach Tuttlingen hereinkamen, das Schloss von Tuttlingen. Und mittlerweile haben wir im Raum Tuttlingen unglaubliche 500 medizintechnische Unternehmen, die sich mit der Herstellung von Instrumenten und Technologie für die Klinik befassen. Tuttlingen ist das Weltzentrum der Medizintechnik. Neben der Region, in der wir beheimatet sind und der wir auch durch verschiedene soziale Projekte und Engagements einen Beitrag auch zurückgeben, sind im besonderen Maße die Menschen, die bei Escolab arbeiten, wertvoll und machen das Unternehmen auch zu dem besonderen Unternehmen, was es ist. Und somit arbeiten wir gemeinsam immer wieder an neuen, interessanten und herausfordernden Aufgaben und können dadurch wachsen. Zusammenwachsen, wachsen als Person, wachsen als Fachmann, und Escolab unterstützt jeden Einzelnen hierbei mit gezielten Außenweiterbildungsprogrammen, damit wir die Strukturen, die wir so nachhaltig und erfolgreich auch nach außen leben und vertreten, auch intern innerhalb des Unternehmens abbilden. Und es ist weitaus mehr als nur ein schöner Anzug oder ein tolles Auto. Escolab erweckt manchmal den Eindruck, vielleicht ein wenig verstaubt oder ein klein wenig spießig zu sein. Aber ich glaube, wir haben gute Werte und blicken auf eine tolle Tradition zurück. Und wir sind durchaus smart und modern auf unsere sympathische Art und Weise. Es ist auch ein gutes Gefühl, zu wissen, ein Teil dieses Unternehmens zu sein und gemeinsam mit den Kollegen hier weiter erfolgreich auch in der Zukunft zusammenzuarbeiten.